Wir können ein bisschen mal noch in den Serda-Talk mit Flair reingucken. Flissmeister, Vecchio. Wenn ich dich sehe, ist mein erster Eindruck, du verstellst dich. Du tust nur ja. So, als wärst du ein Assi. Gibt's echt Beef, wo es um Leben und Tod geht? Dein kleiner Bruder oder dein Cousin oder deine Mutter in eine Schießerei reingerät oder so, dann findest du das, glaube ich, auch nicht mehr geil, das zu sein. Sondern du versuchst alles dafür, um da rauszukommen. Du suchst dir einen Namen, du bist Künstler, du bist in der Illegalität. Bei Flair finde ich halt die Kombination aus Künstler, Marketinggenie, Disziplin und Durchhaltevermögen. Ich sag das ein bisschen schwul jetzt, ist, dass du ein unheimlich sensibler Mensch zu sein scheinst. Du denkst, ich bin intellektueller. Voll bist du, guck mal, mit dem Schal, das ist... Ja, schon. Nee, du bist. Guck mal, wie du mit dem Schal da sitzt. Bist du Nationalist? Niemals. Liebst du Deutschland? Niemals. Hast du Deutschland? Ja. Warum? Ich hab Nutte gesagt. Du bist eine Nutte, hast du verstanden? Du bist hier die Nutte. Jetzt geht's los. Ich gehe shoppen, Prada, keine Freundin, Frust. Ich bin depressiv, ich war im Heim. Das ist deine Musik. Er hat die echt gehört, ne? Ja. Unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Wir können ein bisschen mal noch in den Serda-Talk mit Flair reingucken. Fand ich lustig. Reacted ein bisschen so. Skiller dann dem. Group der Hardcore-Katholiken. Ein Podcast mit Bent-Erik Scholz und Serda Sorunju. Serda, so, Moment. Heute sind wir zum ersten Mal unterwegs. Genau. Wir sind bei einem Idol von dir. Wenn du das eigentlich nicht. Bist, eigentlich nicht, ne? Sagen wir, bei einer meiner Hobbys sind wir. Nämlich, wir sind inmitten der Rap-Szene jetzt. Okay, also wenn du Hautz, Flair ist dein Hobby, na Mann. Wenn du jetzt fragen würdest, wer ist bekannter? Autoreifen oder Flair? Würde ich sagen. Autoreifen? Ja. Fängst du gleich so an, ja? Ja, würde ich sagen, Flair ist schon bekannt. Hab hier ein paar starke Leute sitzen, können wir gleich. Was hört er für privat für Musik? Was ist sein Hip-Hop, oder? Auch, ey, ich, okay. Ja. Auch. Bushido. Nein, der Serda hört Pop. Also Scheißmucke. Avril Lavigne, Katy Perry. Also seichten Müll. Army of Lovers. Also einfach. So die Musik, die du auch magst. Ja. Wir sind bei Flair. Flair ist Deutschrapper, Künstler, der Lauter, lacht einfach. Polizistenbeschimpfer. Flissmeister, Vecchio. Was du nicht bist, ist, glaube ich, was du noch nicht bist, ist, wow, was bist du nicht? Assi? Assi bin ich auch. Bist Assi? Wird mir nachgesagt, was ich bin. Also, du hast ja jetzt auch gerade Sachen genannt, die mir nachgesagt werden. Aber ich, wenn ich dich sehe, ist mein erster Eindruck, du verstellst dich. Du tust nur ja? So, als wärst du ein Assi. Du bist hochgradig intellektuell. Musst du mal, intellektuell in dem Sinne, dass ich mich für Sachen interessiere, ja. Inselwissen, intellektuell, wenn es um so, ich interessiere mich dann für meine Sachen, aber ich bin nicht dumm, aber ich bin jetzt nicht gebildet. Ja, Bildung und intellektuell ist nicht das Gleiche. Genau, also gebildet bin ich gar. Also du bist ein Verstandsmensch, habe ich das Gefühl. Du funktionierst mit dem Kopf. Ja, das ergibt sich ja daraus, dass ich ein Abgangszeugnis habe und nicht jetzt in der Uni war oder jetzt auf dem lange gemacht habe und dann ist Learning by Doing, ne? Wenn du dann halt dann dein Leben lebst, dann lernst du halt die Sachen. Assi bin ich auch. die du dir selber aneignest oder guckst. Was interessiert dich? Oder guckst? Koksen tue ich nicht. Ach so, ich hab verstanden. Oder koks. Nee, koksen tue ich nicht. Guckst du? Nein, ich nehme keine Drogen. Prost. Bis auf Bier. Ja. Sag mal, ich habe gar nicht überlegt. Ich überlege jetzt gerade, was wir machen können. Also erstmal, ich bin ja, deswegen ist Band dabei. Ich habe sehr viel Ahnung von Hip-Hop, muss ich sagen. Wenn du mich fragst, wer hat Beef mit wem, würde ich sagen, alle mit allen. Na. Oh. Serda sollte ein bisschen auch an seiner Rückenhaltung arbeiten, Mama. Bro, das endet nicht gut. Immer wechselnd. Mal der mit dem, mal der mit der. Nein. Frauen gibt es sowieso nicht so viel im Business, oder? Doch, immer mehr. Ist immer mehr, also von, wenn man das Grund-Hip-Hop-Verständnis von Amerika sowieso verfolgt, was ja bei uns ein Riesenthema ist, dann findet man es eh gut, wenn Frauen rappen und da auch nicht nur rappen, sondern auch dann performen und Action machen und Welle machen, so wie halt auch im Club. Und der Beef, jeder mit jedem, ist eigentlich. Entsteht nur, wenn man von außen mal so ein bisschen drauf guckt, dann kriegst du ja als Außenstehender immer nur das mit, was Presse macht. Das heißt, die Presse entscheidet, was Leute wie du dann von außen mitbekommen und was sie dann von einem von Hip-Hop bekommen. Aber dass es meistens um viel mehr geht und dass es auch richtige Beefs geht, wo es um Leben und Tod geht. Oder es gibt halt auch dann so Sticheleien, die nennen wir nicht Beef. Gibt es echt Beefs, wo es um Leben und Tod geht?
Ja, die paar großen, die ich hatte, ja. Seid ihr Kriminelle? Seid ihr Gangster? Wir waren Kriminelle. Ja, das heißt, wenn ich was brauche, kann ich zu dir kommen? Zu meinem Freundeskreis. Okay, also. Es wäre dumm, wenn ich jetzt. Man hat schon immer mehr das Gefühl, finde ich, dass diese. dass jeder mit jedem beeft einfach so, ohne dass es irgendwelche. Dass die Leute sich überhaupt Gedanken darüber machen, ob das Konsequenzen haben oder nicht. Haben kann oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Und das hat auch dazu geführt, dass Leute von außen das auch nicht mehr so richtig ernst nehmen, glaube ich, weil einfach immer. Ja, rumgebieft, rumgetan wird und so. Aber am Ende des Tages. Nichts passiert, so, was ja noch lange nicht heißt, dass das Potenzial da gewesen wäre, dass was passiert, aber es passiert halt nichts und deswegen haben Leute von außen, glaube ich, das Gefühl, dass das alles nur so gespielt manchmal ist, gefaked ist und so. Ich glaube schon, dass es manchmal so, dass es Beefs gibt, wo Leute sich sagen so, Alter, ich würde jetzt gerade alle, so dieses emotionale Beef, so ernsthaft, da ist was Ernstes passiert, so, dass man in Momenten schon mal so ernsthafte Gedanken hatte, aber am Ende des Tages ist ja eigentlich auch was Gutes, dass es nicht so ist, dass hier auch was passiert, so, wie in anderen Ländern zum Beispiel, weißt du? Ich finde halt schade, dass es so viele Beefs auch gibt, dass, ich finde die oft, die, der Grund für Beef oft, den finde ich oft einfach nur so nicht richtig, so, macht nicht so viel Sinn, weil es oft einfach ego-basierter Shit ist, so wo einer dem anderen nicht gönnt, den kleinen macht und dann der eine sich angegriffen fühlt und so. Das ist so, basiert oft auf nicht persönlichen Sachen, wo man wirklich für in den Krieg ziehen müsste, so mäßig. Oh shit, man, der CJ 1981 hat die Euro-Vibes da gelassen. Thank you for the support, bro. Bless up. Das würdest du vor laufender Kamera nicht sagen. Nein, es wäre dumm, wenn ich es machen würde. Ich bin ja jetzt, hab ja Erfolg mit meiner Sache. Warum soll ich dann illegale Sachen machen? Ist das denn eine Auszeichnung, wenn man kriminell ist als Rapper? Wenn du über kriminelle Sachen rappst, solltest du wissen, wovon du redest. Du solltest zumindest wissen, wovon du redest. Ist ja klar, wenn du über eine Sache redest, ich diskutiere mit dir, du erzählst mir irgendwas und am Ende finde ich heraus, du hast das alles nur aus Büchern, aber nicht gelebt, dann nehme ich dich nicht ernst. Und genauso ist es halt auch mit wenn jemand rappt und sich darüber profiliert und sagt, das ist mir wichtig, das ist mein Leben und am Ende weiß er nicht, wovon er redet und er kommt nicht aus dieser Welt, dann ist das unglaubwürdig. Was war das Kriminellste, was du bisher gemacht hast? Das ist nur vom deutschen Richter oder jetzt für meine Werte? Das, was du vor der Kamera natürlich nicht sagen solltest. Nein, ich sag alles vor der Kamera, aber jetzt für meine Wertvorstellung. Warst du schon mal im Knast? Nee, aber so, ja doch, ich war einen Tag in U-Haft im Moabit. Das ist auch so ein krasses deutsches Phänomen, finde ich irgendwie, dass also ich habe das Gefühl, dass die Brüder aus Amerika, die damals mit Rap auch angefangen haben, so, die auch teilweise krass in Kriminalität verwickelt waren und so, das nicht geil fanden, kriminell zu sein und sich damit auch nicht unbedingt immer profiliert haben, so, sondern oft auch einfach gerne raus da wollten und ihr Leben positiver machen wollten. Weißt du, ich meine, so habe ich das Gefühl gehabt, so die wollten da raus, Digga, und haben dann, so wie ein Pack zum Beispiel, über die Verhältnisse geredet und wo das herkommt und dass man den Ursprung davon beseitigen muss und so eine Sachen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die Leute dann auf Krampf unbedingt sich als krass hinstellen wollten, so, weißt du. Und in Deutschland habe ich das Gefühl gehabt, dass irgendwann so angefangen hat oder es ist auch sich so durchgezogen hat, dass das Mindset so ist, ich muss irgendwie Gangster sein. Ich muss irgendwie krass sein, damit die Leute mich ernst nehmen, so, auch wenn ich vielleicht nicht krass bin, ist voll irgendwie, auch in Amerika hat sich das, glaube ich, so entwickelt, irgendwann mit der Zeit, finde ich irgendwie voll das verkehrte Mindset, so, weil, Bro, warum musst du Gangster sein, damit du krass bist, weißt du so, das eine hat für mich mit dem anderen auch gar nichts zu tun und wenn du wirkliche Kriminalität und Waffengewalt und Gangshit erlebt hast, wenn du mal gesehen hast, wie einer vor dir erschossen wurde, wie du in so eine ekelhafte Situation reingerätst, wo es einfach wirklich um Tod geht und dein kleiner Bruder oder dein Cousin oder deine Mutter in eine Schießerei reingerät oder so, dann findest du das, glaube ich, auch nicht mehr geil, das zu sein, weißt du? Sondern du versuchst alles dafür, um da rauszukommen. So. Das ist Pussy. Ja. Obwohl, U-Haft ist nicht Pussy. Nee? Ich habe aber Glück gehabt, ich habe einen guten Anwalt gehabt und der Haftrichter wollte mich halt nicht in die U-Haft stecken. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du wärst 10 Jahre in Einzelhaft gewesen, würden sich deine Platten dann besser verkaufen? Nee, dann würde das würde ja genauso bedeuten, dass der erfolgreichste Rapper ist, jetzt ein Massenmörder. Das ist ja Blödsinn, nee. Aber ein Massenmörder als Rapper wäre doch eine coole Nummer. Nee, weil einer schreibt gerade, Tupac hat früher Ballett getanzt und war gebildet, dann wurde er zum Gangster-Rapper. Naja, das stimmt nicht ganz. So, Tupacs Mutter war zum Beispiel eine Freiheitskämpferin und auch ihr Mann, Tupacs Vater,
aber auch der neue Mann. Und die haben teilweise mit sehr viel Schikane von dem Staat und so zu kämpfen gehabt, weißt du, wie ich meine? Was auch eine Art von Struggle ist, weißt du so? Also ich weiß, dass da auf jeden Fall auch dann Dinge passiert sind, die nicht nice sind. Und das eine, also dass er jetzt Ballett getanzt hat zum Beispiel und irgendwie Schauspielunterricht genommen hat oder so eine Sachen, schließt nicht aus, dass die trotzdem in einer ekelhaften Neighborhood gewohnt haben und sich für Dinge eingesetzt haben, die gefährlich waren in dieser Welt, so Black Power und so eine Sachen, das schließt es nicht aus, weißt du? Denke ich. Also ich war nicht da, ich habe mit Pack nicht gechillt, so, aber ich glaube schon, dass der eine roughe Kindheit hatte, so. Ich glaube schon, dass da Dinge passiert sind, die auch rough sind, weißt du? Muss doch noch ein guter Künstler sein. Alleine krass sein reicht ja nicht. Es gibt viele Leute, die sind krass, aber die können es nicht geil transportieren in der Musik. Was bringt das? Bist du Künstler? Ich bin definitiv mehr Künstler als alles andere. Was macht dich denn zum Künstler? Ich muss da noch mal einhaken bei Pac, weil das nehme ich persönlich. Weil ich glaube, sonst hätte Pac auch nicht so einen krassen krasses Bedürfnis danach gehabt, gesellschaftskritisch zu sein, was für uns Schwarze zu tun und politisch auch zu sein, weißt du, ich meine, der hat das in sich gehabt, so diesen Kampf auch gegen die da oben. Ich so in meinem täglichen Leben bin wie in meiner Kunst, macht mich zum Künstler. Also ich bin nicht nur teilweise Künstler, dass ich das dann mache, wenn es gewollt ist, sondern ich bin immer so, wie man mich erlebt in Interviews, so wie man mich erlebt in der Musik, so bin ich durch und durch. Ich habe meine eigene Wertvorstellung, ich habe mein eigenes Weltbild, ich interessiere mich für meine Sachen. Ich bin auch nicht dadurch ein besserer Mensch oder ein tollerer Mensch oder ein erfolgreicher Mensch, wenn ich das mache, was die Gesellschaft möchte. Ich mache mein Ding und meine Kunst. Und in dieser Kunst sind mir Sachen wichtig, die ich sagen möchte, die mir wichtig sind und wo ich auch der Meinung bin, dass... Hört auf zu beleidigen im Chat, Freunde, ich küsse euer Herz. ...anderen das so sehen müssen. Ob die das dann so machen oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber das, was du jetzt beschreibst, ist ja eher, du bist ein Egoist. Ja, du musst ein Egoist werden, wenn du erstens von der Straße kommst und zweitens auch, wenn du erfolgreich sein willst. Und ab wann wusstest du, dass du Künstler bist und was hat das ausgemacht? Also schon in der Graffiti-Zeit. Gab's wirklich, dass du im Kopf dachtest, ey, ich bin Künstler? Ja, also naja, das wurde mir schon, wo ich ganz jung war, da wurde mir das gesagt, weil ich habe viel gezeichnet, viel gemalt, abgemalt, gemalt. Dann da hatte ich noch eine Mutter, ich musste später ins Heim dann. Ne? Aber das haben wir gemeinsam übrigens, ich war auch im Heim. Ja, welches Heim? Berlin? Bei mir in der Heimatstadt. Also, und dadurch halt, dass ich als, wer ist da? Polizei. Hä? Wer? Heisenberg, unser Fotograf. Ah, cool. Polizei war gestern da. Also mir geht's darum, also um es zu erklären, erstens, meine Mutter hat immer... Geil, wenn die Polizei so klingelt. Die klingeln, ja. Ehrlich, die klingeln. Und bei uns kommt immer das Rocker-Dezernat. Aber du machst dann noch Sprechanlage, so hallo, und die sagen dann, ja, hier ist die Polizei. Nee, die klettern über uns. Einer fragt, gucken wir das Interview jetzt zu Ende? Nö, wir watchen mal rein, so ein paar Minütchen. Klopfen ganz aufgeregt. Hast du erschrocken, war Fabio? Ich dachte echt gerade, die Bull kommen, ja. Okay. Yeah. Na jedenfalls. Die kommen später. Wir haben denen gesagt, die sollen um 9 kommen. Also gemalt habe ich viel und vom Malen, dann ins Heim, dann ging es los mit Graffiti. Graffiti ist ja auch künstlerisch betätigen, weil man, aber halt auch immer mit dieser Verbindung, dass man es halt illegal macht. Also Graffiti. Was bei Flair auch krass ist, finde ich nicht nur das Künstlerische so. Ich finde, es gibt gibt es so Künstler, die mehr so sind. Und bei Flair finde ich halt die Kombination aus Künstler, Marketing-Genie, Disziplin und Durchhaltevermögen. Dieses so, er hat viel von diesem Handwerkszeug, was dazugehört, nicht nur Künstler zu sein, sondern das auch nach vorne zu bringen und an den Start zu bringen und da zu halten, weißt du? Dazu gehört viel Disziplin und diese Stärke nicht aufzugeben und so. Der hat auch viel Scheiße gefressen, weißt du, wie ich meine so? Also sehr, sehr, sehr starkes Mindset und sehr verbissen auch bei der Sache und so. Und das macht ihn auch voll aus, finde ich. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so Künstler, so PNL zum Beispiel, da finde ich so, da macht die Kunst die Künstler aus. So. Bei Flair sind es mehrere Sachen so. Deswegen sage ich auch, Flair könnte auch wahrscheinlich irgendwas ganz anderes machen und da krass sein, weißt du? So. Die entstand irgendwann in den 70er Jahren auf Zügen. So, Graffiti gibt es eigentlich nicht auf Wänden, sondern Graffiti wurde auf Zügen gemacht. Gerade diese Buchstaben-Graffiti-Sachen und nicht irgendwelche bunten Elefanten. Und da ging es halt dann schon los. Und du suchst dir einen Namen, du bist Künstler, du bist in der Illegalität. Dieses ganze Gesamtkonstrukt, das ist halt für mich Künstler sein. Nicht nur jetzt, nicht nur das Malen alleine. Ich habe überlegt, so was kann meine Linie sein, ne, wenn ich mit dir spreche? Habe ich gar nicht überlegt, überlege ich jetzt gerade. Freestyle. Und
Während du so gesprochen hast, habe ich gerade gedacht, der Typ löst in einem so den Reiz aus, sich über den lustig zu machen. Weil du sprichst auf so eine bestimmte Art, du hast so einen bestimmten Typ, so, man sieht dich und ich sag's jetzt mal ein bisschen despektierlich, wie eine Karikatur schon fast von dir selbst. Aber wenn man dir zuhört, dann merkt man, dass du A, unheimlich schnell bist in der Birne. Ein bisschen spulst du auch Sachen ab, weil du, glaube ich, wahnsinnig viele Interviews gibst. Ja, das, ich bin gut da drin. Das ist so deine Profession, auch zu reden, habe ich das Gefühl. Nee, das aber was dahinter mal ist, was dahinter ist, was mich fasziniert, ich sag das ein bisschen schwul jetzt, ist, dass du ein unheimlich sensibler Mensch zu sein scheinst. Also du nimmst auch. Ist der nebendran nicht schwul, Digga? Also der mit Serda diesen Podcast macht? Haut's ihn diskriminieren neben ihm, na Mann. Wahr, du bist nicht nur schnell im Reden, sondern du hast auch eine Auffassungsgabe, die schnell umsetzt, was um dich herum passiert. Hat das was mit der Heimzeit zu tun? Also bei mir ist das zum Beispiel Straße, so. Heim alleine nicht, sondern Straßensituation. Ja. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe durch das Heim gelernt aufzupassen. Ich krieg, wenn ich zum Beispiel Schritte draußen höre, weiß ich, ob das jemand ist, der zu mir gehört oder ob das die Polizei genau. ist. Genau, das hat aber was mit dem Leben. Also ich war halt nicht viel im Heim, weil ich bin halt immer aus dem Heim dann nachts abgehauen. So, deswegen so ein Heimleben habe ich gar nicht gelebt. Ist das ein bisschen Mythos? So wie die Gefängniszelle, der eine Tag, in dem du da warst. Nee, ist einfach so. Jeder Alkoholiker ist mal ein Tag in der Gefängniszelle. Nee, ich habe einfach niemanden im Heim gehabt, mit dem ich mich identifizieren konnte, der cool war. Es war halt so, da waren halt wirklich Leute, die haben angefangen. Ich habe mich da schon für was Cooleres gehalten, durch Hip-Hop, ne, durch Graffiti und durch die Szene. Und ich wollte halt dann am U-Bahnhof rumhängen, wollte halt dann draußen mit den coolen Leuten rumhängen und wollte mich da beweisen. Deswegen im Heim, dieses im Heim rumhängen gab es bei mir nicht so oft. Bist du schwer erziehbar gewesen? Ja, sagt man. Hast du Geschwister? Ich wollte noch mal weiter auf deine Frage, diese Karikatur von mir selbst. Viele Leute können. Hat dich das beleidigt? Ich wollte dich nicht beleidigen. Nein. Ne? Wenn du mich beleidigst, dann beleidige ich dich viel besser. Ey, Alter, ich habe so eine Angst davor. Ich wollte gerade sagen, ey, wir sind, auf dem Flair-Album beleidigt werden. Todesurteil. Du benutzt diese Worte Freestyle und Yo und hin und her. Das machst du alles wegen uns, Alter. Wir haben dir diese Worte beigebracht, ne, oder? Freestyle? Hast du früher Freestyle gesagt? Nein. Ich habe auch noch nicht Hurensohn gesagt und so. Nein. Werde ich auch nicht. Nein, okay. Heimlich habe ich es jetzt einmal gesagt, aber ich sag's nicht mehr wieder. Ja. Also das, er ist abgewichst, ne? Das Wort sagen, aber sagen, ich hab's nicht gesagt. Weißt du, was ich immer mache? Ey, es ist nicht böse gemeint, aber... Und dann aber abgewichst hast du von mir. Abgewichst? Ja, das ist schon ein intellektuelleres Wort. Weißt du, was Wichsen ist? Also jetzt nicht sich einen runterholen? Woher kommt Wichsen? Schuhe sauber machen. Ja, auf jeden Fall. Oder? Pferdewichse gibt's auch. Okay. Also auf jeden Fall ist es Schrubben. Hat was mit dem, was du kennst, zu tun, aber ist anders. Okay. Wo warst du stehen geblieben? Parodie, Karikatur. Ja, eine Karikatur. Vielleicht kannst du einfach nicht, vielleicht denkst du halt einfach, dass es übertrieben ist in dem Sinne, so wie man sich gibt oder so wie man ist, weil du die Welt wahrscheinlich nicht kennst. Das du bist halt ein Intellektueller. Du denkst, ich bin Intellektueller? Voll bist du. Guck mal, ich glaube, mit dem Schal, das ist... Mal an, ja, schon. Nee, du bist... Guck mal, wie du mit dem Schal da sitzt. Aber Sander ist auch brutal asozial, Digga, das kann man ihm nicht abreden. Du bist asozial du bist in deinen Kreisen asozial. Und der Schal symbolisiert, dass ich intellektuell bin? Ja, voll. Was symbolisiert dann Prada? Dass ich ein Asi bin. Nee. So wie ich Prada trage, trägt nur ein Asi. Nee. Weil Prada ist doch für Pussys. Na, ist immer die Frage, wie du es rockst. Wie ich es rocke? Wie du es rockst. Ich nicht verstanden, was heißt das? Wie du es kombinierst. Okay. Weißt du, es gibt Prada. Ey, das ist so geil, gell? Es gibt Leute, die tragen Prada, so wie sie Prada tragen. Ich kann auch ein pinkes Shirt tragen und bin trotzdem mehr krasser als du mit einer schwarzen Lederjacke. Und Prada ist nur T-Shirt oder hast du auch ein Aber Tick? Ich finde schon, dass Sander Sumuncu auf jeden Fall schon krasse Dinger rausgeballert hat, die auch übergreifend schockiert haben, nicht nur Intellektuelle. Oder was sagt ihr, Freunde? Ich habe sogar eine pinke Lederjacke. Mega. Das ist Mega ist aber Oldschool, ne? Oldschool ist wieder Hip-Hop. Mega ist ein bisschen Oldschool, ja. Was sagst du, wenn du Mega sagen willst? Hammer. Oder? Hammer, Bombe? Digga, das ist Dieter Bohlen. Das ist Dieter Bohlen, 1980. Monster, du. Monster. Hammer. Okay, du hältst mich für einen Intellektuellen, ich dich aber nicht für einen Assi. Intellektuell ist auch keine Beleidigung. Ich habe das auch nicht so verstanden. Ich habe nur gesagt, du hältst mich für einen. Nee, in deiner Welt bist du ein Assi. In meiner Welt bist du ein Intellektueller. Da würde ich ihm recht geben. Warum? Na, weil du wegen dem Schal, Digga. Oder? Dicker. In einer Gesellschaft unterwegs oder in einer Schicht unterwegs, da wo du auftrittst, da kommen ja Leute hin, die sind in der Mitte der Gesellschaft, die hören dir zu.
Ah, das Vorteil, glaube ich nicht. Aber ist egal. Ja. Also so wie ich es mitkriege so. Und deswegen glaube ich halt, dass natürlich du die Leute da schocken kannst mit denen, mit der Art, so wie du bist. Wenn du jetzt mit uns unterwegs wärst, so, dann würden wir einfach sagen, das haben wir jetzt schon 100 Mal gehört, wie du redest. Ihr würdet euch über mich lustig machen? Nein, aber wir sagen, chill mal, was soll das? Okay. Und du glaubst nicht, dass du von mir irgendwas lernen könntest? Doch, aber nicht in der Art, wie man Assi ist. Da bist du echt sicher? Lass uns mal abchillen zusammen. Der Setter ist auf jeden Fall eine andere Art, anders Assi, sagen wir mal so. Krass, der Linus J. sagt gerade, Flair ist das Outcome von No Drugs und seinem eigenen inneren Weg, der ihn stolz auf sich selbst macht. Viele Leute, die so weit mit sich selbst gekommen sind, gibt es kaum, aber Flair muss mehr reisen, fühle ich. Ich finde auch, dass Flair, das ist schon respektabel auf jeden Fall so. Auf jeden Fall. Ich hätte Bock auf, wäre geil, wenn Flair auch ein bisschen so Spiritualität, Mindset-Vibes reingehen würde, so. Würde ihm echt auch stehen, finde ich. Aber das passt halt nicht zu dem Rapper-Flair halt. Und das ist auch dann, denke ich, auch der Grund, warum er sich da nicht reintaucht. Können wir machen. Also ich fände es zum Beispiel cool, wenn du mal meine, sag dir Skits. Nee. Wenn du meine Lines oder meine Skits in deinen Songs machst, du kannst auf dem nächsten Album, du kannst gerne die Skits machen. Ja, lass doch mich mal ein paar machen, so von Hitler und so. Ja, geil. Aber dann gibt's Ärger. Ja, geil. Von wem? Hitler gibt immer Ärger. Hast du Hitler schon mal gehabt auf dem Album? Wie den gehabt? Gerappt darüber, über Hitler? Ja, so, ja. Nee. Ist zu langweilig. Geil, Hitler ist Flair zu langweilig. Nee, das ist politisch. Und Politik gibt es auf der Straße nicht, da wo wir rumhängen. Politik ist Blödsinn. Also, wo ich da rumhänge, da kannst du auch rumhängen. Aber mit wem? Oder wie man aufgewachsen ist. Es geht ja darum, dass also Politik... Also hier, das ist ja bürgerlich. Das ist ja jetzt nicht Assi. Ja, wenn man aus dem Heim kommt und sich das erarbeitet hat, dann kannst du das jetzt nicht gegen mich verwenden. Nein, aber dann scheint dir dein Traum gewesen zu sein, in der bürgerlichen Realität anzukommen. Nee, ich will nicht mehr in einer Pennerwohnung auf der Matratze schlafen. Ja, das will ja jeder, der bürgerlich ist, auch nicht. Das will jeder Mensch nicht. Okay, dann ist ja egal, ob er bürgerlich oder Assi ist. Du hast das gleiche Ziel, du hast die gleichen Träume. Der Weg ist nun anderer. Ist es auch schlecht, das Image zu haben? Ja, also, schmückst du dich mit einem Image, das du gar nicht hast? Es kann nicht 5 Fragen auf einmal stellen. Immer eine zwei waren das. Einer schreibt entweder No Drugs oder spirituell. Beides geht nicht. Hä? Was? What the fuck? Ich kann zählen, zwei waren also die Art, wie man lebt und wie man das Ziel erreicht, ist ja was anderes und woher man kommt. Das macht mich ja aus, wo ich herkomme und nicht, wo ich jetzt bin. Ich rappe ja jetzt nicht über das, was ich jetzt bin. Ich rappe ja über mein Leben, was ich gelebt habe, meine Erfahrung. Das wäre, wenn ich jetzt, ich kann auch mal einen Song machen über ein dickes Auto und über ein Haus, ja, aber das ist ja, es geht ja eher um den Kontrast. Okay. Weißt du, der Kontrast ist wichtig. Habe ich verstanden. Der Kontrast ist wichtig, auf jeden Fall. Ist denn der Mythos auch wichtig? Welcher Mythos? Der, den du von dir selbst hast. Wenn du mir sagst, ich komme aus irgendwoher und bin Mythos, jetzt erfolgreich. Der Mythos ist ja, das ist ja die Realität. Das ist ja jetzt, ein Mythos würde ja, wenn ich mir jetzt selber Gedanken über meinen Mythos mache, den würde ich ja konstruieren, so viel Zeit, also es würde mir ja voll auf die Eier gehen. Und der andere Rapper? Der andere was? Aber wie ist das bei anderen Rappern? Kreieren die einen Mythos von sich? Bei so einer Talks merkst du aber auch, dass Flair auch schon auf einem krassen intellektuellen Level ist und sich nicht unterbuttern lässt von jemandem, der seiner Meinung nach noch mehr intellektuell ist. Weißt du, ich meine so? Sowas finde ich richtig geil, so eine Schlagabtäusche, na Mann. Glaubwürdigen? Also was ist so zum Beispiel der unglaubwürdigste, jetzt sag keine, ihr habt sofort wieder Beef und verkauft dann 100.000 Platten weniger. Aber wer ist der unglaubwürdigste? Oder mehr. Wer ist der unglaubwürdigste Rapper, den es gibt? Bushido gerade. Das hätte dir aber jeder gesagt, Bruder. Das ist jetzt nicht nur wegen Flair, weil Santa sagt jetzt nichts. Warum wusste weil ich das? Weil ihr euch ein bisschen damit befasst habt. Ne? Aber darf ich kurz eine Sache machen? So, wenn du jetzt redest, okay, du redest über deine Herkunft, Heimphase und so weiter und du sagst, das ist das, was dich ausmacht. Ist das mit einem Stolz verbunden? Bist du da stolz? Der Stolz ist der Werdegang. Ja, der Stolz ist der Werdegang. So stolz, der Weg dahin ist, so stolz auf den Anfang kann man da nicht sein, weil da wurde man ja eher gehänselt und runtergemacht dafür. Weißt du? Ich sag ehrlich, bisschen schade, dass dieser Band wenig redet, weil ich habe mir den Podcast davor reingezogen, wo Seda und Band nur miteinander da sitzen und dann ihren normalen Podcast durchziehen und da hat man gemerkt, dass der Typ, Bruder, der ist richtig drin in der Thematik Deutschrap und so. So, ich glaube, der hätte auch ein gutes Gespräch mit Flair führen können. Aber Seda ist halt sehr dominant.
Das ist ja, damals war man ja einfach nur, damals hat man darunter gelitten, ne, und hat gesagt, okay, das ist, dadurch hat man viele Probleme und man wird ja auch, man hat viele Konflikte. Ey Fabio, nicht weggehen mit der Pfeife. Ja, ja. Und stolz ist man dann auf den Werdegang, eher so. Ne? Sag mal. Und wie man es gemacht hat, da gibt es ja auch viele, viele Fehler, die man machen kann. Und sag mal, bevor wir uns in so Bushido verlieren, ich finde, das hat er gar nicht verdient, dass wir so viel über den reden. Du hast mich gefragt, ich habe gar nicht. Ich habe gefragt, welches ist der unbeliebteste Rapper bei dir? Ich wusste, es kommt Bushido. Ich dachte, vielleicht kann ich es versuchen und du sagst, Flair sagst du nicht, aber so Farid Bang oder so. Ich kenne die Verhältnisse untereinander. Wir machen ein Spiel. Ich rate, okay? Das ist langweilig. Das feiere ich nicht. Wo alle rumgeschickt haben, so eben die in der Denke sind, die du beschrieben hast, von mir, die ich gar nicht habe. Mhm. Danke, die durchgezogen haben. Ihr seid es doch. Ich gesät. Und ich kenne so Situationen. Ich habe die genauso. Wenn mich die Polizei anhält, ist es immer, weil A, sie kennen mich. B, ich bin der ewige Türke. Ich komme aus diesem Ding auch nie. Okay, Freunde, welche Stellen sollten wir uns mal reinziehen? Shoppen als Hobby, Nationalismus, fühle ich. Minderheiten sind, sondern das kommt von den Behörden. Die haben zum Beispiel in meiner Heimatstadt, wenn ich ins Ausländeramt gegangen bin, haben die gesagt, zieh doch zu deinen Leuten. Und später haben sie das Parallelgesellschaft genannt. Oder in Neukölln, Kreuzberg. Das basiert bei den Deutschen darauf, dass es als eine deutsche Tugend ist, in Reihe und Glied zu stehen. Das bedeutet, in dem Augenblick, was die deutschen Behörden oder die deutsche Öffentlichkeit ja an den Clans am meisten stört, sind ja nicht die kriminellen Sachen. Ist ja Blödsinn. Sondern? Das Auftreten. Dass sie selbstbewusst sind und sich nicht einschüchtern lassen. Genau, dass sie ja nicht in Reihe und Glied stehen. Dass die dann sagen, daher kommt ja dieses, was guckst du so? Weißt du noch, damals hat jeder verarscht, was guckst du so? Das kommt, weil wenn da ein Deutscher, hier, wenn ich jetzt hier in Grunewald rausgehe aus dem Haus, dann kommt halt die Oma, die Nachbarsoma und guckt so. So, was will sie mir damit sagen? Es gehört sich nicht so, wie ich bin. Aber du bist doch Deutscher. Ja, ich fühle mich gar nicht als Deutscher. Bist du Nationalist? Niemals. Liebst du Deutschland? Niemals. Hast du Deutschland? Ja. Warum? Weil der ist einfach ehrlich, Bruder. Das fühle ich bei Flamer. Der sagt einfach genau, was er denkt. So, hast du Deutschland? Ja. Hip-Hop. Und ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen. Es ist nur Hip-Hop-Kultur. Es gibt nichts, was weniger kompatibel ist als Deutsche und Deutsche und Hip-Hop-Kultur. Aber du machst deutschen Hip-Hop? Meinen deutschen Hip-Hop mache ich, ja. Warum machst du es nicht auf Englisch? Weil es peinlich wäre als Deutscher. Ich würde gerne mal ein englisches Album dir hören. Ich kann auch kein so gutes Englisch. Warum wusste ich das? Ich wusste das nicht. Weil du weißt, dass ich nicht in der Schule war. Was kannst du? Was kannst du, was ich nicht weiß? Kannst du irgendwas, was ich nicht weiß, außer an diesem scheiß Ding die ganze Zeit zu ziehen? Was kann ich, was du nicht kennst? Jonglieren. So hobbymäßig. Kannst du kochen? Nee, bin ein super ungeduldiger Mensch. Mann, ey, du bist ja, was ist denn deine Qualität dann? Außer, dass du ein paar Sachen redest und ein Mikro ist an. Scheiße, Dicker. Weiß ich nicht. Kann dir viel beibringen über Sachen, die mich interessieren. Willst du übrig bleiben, wenn du irgendwann tot bist? Krasse Frage. Willst du das, was von dir übrig bleibt? Da bleibt du willst verschwinden. Übrig. Da bleibt nichts übrig. Doch, da bleibt was übrig. Ja, was Leute dann über mich reden? Wäre es das Einzige, was du willst? Nee, ich will das gar nicht. Was willst du denn? Willst du das, was übrig bleibt? Nö. Du willst einfach gehen. Ich habe nicht so viel Hoffnung in die Menschheit, dass diese am Ende... Echt? Also da hätte ich gedacht, dass Flair sagt, ja, so, ich will was da lassen, so, ich will was verändern, ich will was bewegen, so, irgendwie. Weil er halt schon so krass sich durchbeißt und durchkämpft und so gegen Mühlen und egal was ist, so immer weitermacht und so. Ich habe gedacht, das ist so der Drive auch. Hoffnung in die Menschheit, dass die darüber nach, also dass die dann mich versteht, wenn ich gegangen bin. Das passiert zwar oft, so wie irgendwelche Rapper, die dann sterben, dann redet man dann am Ende gut über die, weil sie endlich weg sind. Ich leg da aber keine Hoffnung in die. Ich habe das noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht verstanden, warum jemand, der introvertiert ist, und gleichzeitig sagt, mir ist das egal, wie ich wahrgenommen werde, dann Alben macht, die gekauft werden und sich in der Öffentlichkeit ausdrückt. Da fehlt mir das Bindeglied. Was verursacht, dass du dich in der Öffentlichkeit ausdrückst? Weil es stört dich, es macht dich wütend, du kriegst Reaktionen, auf die du keinen Bock hast. Mach das doch ohne, dass du die Alben veröffentlichst. Das Geld, weil du shoppen gehen willst. Geld ist auch Frieden. Wenn man Geld hat, dann hat man mehr Freiheiten und hat Frieden und man muss sich über weniger Sachen Gedanken machen. Aber da muss ja irgendwas Tiefes macht ja die Musik, es macht mir Spaß. Also die Kunst macht mir Spaß. Bist du eine Nutte auch ein bisschen? Jedes Mal wieder. Weil wenn nur die Kunst Spaß machen würde, dann würde er ja nur Kunst machen, ohne jetzt das in die Öffentlichkeit rauszuhauen. So, ne? Ich glaube schon, dass er so ein bisschen auch Aufmerksamkeit haben möchte. So.
wie wir alle, die in der Öffentlichkeit stattfinden. Aber dieser Kerngrund, warum und wieso und was der, was das ist, kommt leider nicht raus. Um jetzt zu provozieren. Ich habe Nutte gesagt. Du bist eine Nutte, hast du verstanden? Du bist hier die Nutte. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nee, Nutten, Spaß? Nutten, klar, Nutten, sehr schön aufgestanden. Nee, also wenn man ja eine Sache machen müsste, die man nicht möchte, dann prostituiert man sich. Ich liebe ja die Kunst, ich mag ja rappen. Lass mal über Kunst reden. Ich glaube, das Kunstverständnis ist noch ein Thema. Okay, was war für Themen oder was sollen wir uns noch reinziehen? Gib mal ein paar Zeiten oder Themen durch. Money halt. Ich glaube nicht, Mann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht nur das Geld ist. Und so. Vielleicht bilde ich mir das auch rein, weil ich selber das so will. Aber bei Flair hatte ich immer das Gefühl, dass da irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt auf jeden Fall. 1,25. Was passiert da? Über Gott oder was? Ja. Echt? An welchen? Es gibt nur einen Gott. Also glaubst du an Gott, hat er gefragt, an welchen? Es gibt nur einen Gott. Christlichen, den islamischen, den buddhistischen. Ja, das ist so eine Aufteilung, finde ich auch wieder so. Keine Ahnung, Gott ist Gott. Sehe ich genauso. Die nennen den halt anders oder beschreiben es anders. Aber die Source ist die gleiche. Das wäre wieder ein öffentliches Statement über Religion und Politik, da will ich die Leute nicht lenken. Come on, Gangster-Rapper, der bei jedem zweiten Satz sagt, das ist mir öffentlich, dann danke ich. Was bist du für ein Gangster? Gerade nach 100 Fragen, nach 100 Fragen möchte ich zwei Fragen nicht das ist krass, ey. Fühl ich. Beantworten, weil vielleicht bin ich mir auch noch nicht sicher. Hast du daran mal gedacht? Du bist dir nicht sicher, ob du an Gott glaubst? An welchen Gott? Mit 39 Jahren? An welche Religion? Also jetzt stellst du die Frage, die ich dir gestellt habe. Glaubst du an Gott? Muss ich das beantworten? Ja, musst du. Und warum? Du ich bin hier dahinter. Jetzt macht er das Gleiche. Ab? Ich kacke überhaupt nicht ab. Glaubst du an Gott? Ich glaube an dich. Glaubst du an Gott? Ich glaube an dich. An mich kannst du nicht so krass glauben. Warum? Ich glaube jetzt im Augenblick an dich. Du musst an dich glauben. Glaubst du an Gott? Ich glaube auch an mich. Glaubst du an Gott? Ja. Welche Religion? Meine. Cool. Meine innere Religion. Ich glaube an meinen Gott. Okay, richtig. Ich glaube wirklich. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass du was Göttliches hast. Haben wir alle. Pass auf, warte ab, bevor du jetzt so abdriftest. Ich drifte gar nicht ab, ich chille. Jeder, was ist da drin? Jeder, der Kunst macht. Fabio, hast du da was reingemischt? Sorry. Pass auf, lass mich dir das erklären. Ja, ich will das ernsthaft erklären. Ja, ja. Ich will auch, dass du was von mir lernst. Jeder, der Kunst macht, braucht, um eine ehrliche Kunst zu machen, eine Verbindung zu Gott. Und zwar eine Verbindung, die anders ist als die man definiert. Nicht in der Kirche, nicht in der Bibel, nicht im Koran, sondern er muss wissen, dass das, was er tut, zum Inneren der Menschen, die er damit berührt, eine ganz wesentliche Verbindung herstellt. Mhm. Du erreichst Menschen, die gleichen Sehnsüchte haben wie du, die gleichen Ängste haben wie du und die gleichen Fragen stellen wie du. Und das ist das, was ich mit Verantwortung meinte. Aber vermitteln wir den Leuten nichts Gutes? Du kannst aber nicht einfach sagen, ich mach das, es ist mir egal. Weil der Junge, der deine dein Album hört, der Wurde aber auch ein großer Teil rausgeschnitten aus dem Interview, habe ich das Gefühl gehabt. Da gab es einen Cut, der mir aufgefallen ist, extrem. Und dann ging es einfach mittendrin weiter, so als ob die auch noch lange über was anderes geredet haben. Nicht mit dir. Genau. Und für den bist du eine Autorität. Und was empfindet er, wenn er meine Musik hört? Das entscheidest du. Na, wie das ist denn die Außenwirkung gerade? Erklär es mir doch mal. Wenn du meine Musik hörst. Das, hast du meine Musik gehört? Nein, ich mache nicht. Du Wichser, du hörst schon mal meine Musik und sagst mir, was. Doch, ich habe sie gehört. Welches Album? Ich habe zwei, ich habe sie mir nicht merken können. Dankeschön. Also, bevor du dich einfach mit über meine Musik urteilst. Komm, hör mir jetzt deine Musik zusammen. Warum muss ich deine Musik kennen, wenn ich dir was erkläre? Du sagst doch, dass ich mit den Leuten was vermitteln soll in meiner Musik. Das ist keine Zugangsberechtigung zu meiner Meinung, dass ich deine verfickte Musik hören muss. Doch, weil du sagst. Nein, doch, nein. Doch. Also, warum kann ich nicht mit dir sprechen? Ich höre deine Musik nach. Du musst. Sehr, Digga, wird auch vorstellen. Hör du, was ich sage, bevor du mir deine Musik anpreist. Ey, ganz ruhig, du kriegst einen Herzinfarkt. Ey, hör mal zu. Erstens, du sagst doch, dass meine Musik das und das vermittelt. Du hast meine Musik nicht gehört. Du hast mir deine Musik erklärt. Hä? Nein, doch, hab ich gar nicht. Du hast gesagt, du kommst mit mir nicht ins Studio. Da wusste ich schon, was du für eine Musik machst. Du hast dicke Eier, Drogen, Polizei, du hast ich hasse dies, ich gehe shoppen, Prada, keine Freundin, Frust, ich bin depressiv, ich war im Heim. Das ist deine Musik. Er hat die echt gehört, ne? Ja. Er hat meine Musik gehört.
Und es tut geil. Weh. Es tut weh? Nein! Ich liebe das. Die Reaktion von Flair ist auch nice, Bro. Musik. Dankeschön. Jetzt hast du wieder den Bogen bekommen. Ich liebe dich auch ein bisschen. Ich liebe dich auch. Sagt man das so? Warum unter Gangster-Rappern? Oh oh. Du hast einfach eine. Du bist einfach. Fang nicht jetzt mit du an. Du hast eine super vorgefertigte Meinung von Gangster-Rappern. Natürlich. Ja. Holz Flair liebt, na man, fühle ich. Schlimm. Du hast Warum Vorurteile. Denn? Ja, weil ist wir das die schlimm? Randgruppe haben Gangster-Rapper sind? Keine Vorurteile? Nein, gar nicht. Nein. Gar nicht, nein. Gangster-Rapper sagen, fickt euch alle, macht wie ihr wollt, und wir machen wie wir wollen. Aber nicht, wenn man sagt, ich habe Vorurteile. Ich ertrage alles. Wenn ich was wirklich nicht ertragen könnte, dann würdest du das merken. Okay, jetzt nochmal zu Gott. Lenk jetzt nicht ab. Lenk nicht ab. Erste Mal, dass man Flair Bier trinken sieht. Ja, wa? Welcher Gott ist das, an den du glaubst? Auch mein Gott. Aber du bist gläubig, du bist spirituell. Ja, sehr. Was heißt sehr? Dass man viele Sachen nicht tot analysieren muss, sondern man muss auch dran glauben einfach. Also man kann nicht alles bis zum Ende planen, gerade wenn es um Musik geht, gerade wenn es um dein Leben geht, dass du an dich und deine Sache glaubst. Das ist Laberei. Nein, dann laber nicht. Frag Fabio. Frag Sag mich. Lieber, Ganz der oft, Gott sag, nimmt mir die Verantwortung ab für die Ängste, die ich selber nicht aushalte. Nee, das macht er nicht. Hast du Angst? Na klar. Wovor? Jetzt in meiner Lebenslage gerade, vom Versagen, Scheitern, nicht abliefern, Pleite gehen. Noch ehrlicher? Diese Ehrlichkeit feiere ich bei Flair, sage ich ehrlich. Einsamkeit? Nee, ich bin sehr gerne einsam. Einsamkeit ist anders als alleine? Ja, ich bin gerne alleine. Und einsam? Ich war lange Zeit einsam, in der Jugend, und hab das so irgendwann gelernt. Ist cool. Mhm. Also ich merke, es ist eine Stärke, wenn du das kannst. Das ist die Wahrheit, wenn du alleine bist und wenn du nichts hast, dann merkst du, wer du bist. True. Alles andere lenkt dich viel ab und viele Leute, die mit reichen Familien aufgewachsen sind oder die halt schon im Vorfeld Privilegien haben, das kann einfacher sein für die Leute im Leben, aber natürlich lernst du nie die Wahrheit kennen, wenn du nicht selber die Erfahrung machst. Was denkst du gerade, was ich über dich denke? Du denkst, ich bin so ein richtiger, hab so eine richtige Mauer um mich herum gebaut und du möchtest diese Mauer durchbrechen. Aber du verstehst nicht, dass es keine Mauer gibt, dass du genau den Typen vor dir hast, der in der Musik ist und es ist alles. Nee, aber, du laberst gerade. Ich merke, dass du laberst. Ich laber. Echt? Doch, ich bin. Wenn ich eine Sache bin, dann echt. Ich komme zu dir ins Studio und ich sag, Flair, mein Freund, ja? Ich habe ein paar Themen, über die ich gerne mit dir reden will. Ja. Ich weiß nicht, wo ich gerade im Leben stehe. Ich glaube, beide haben recht. Weißt du, meine? Ich habe ein paar Frustrationen erlitten. Bist du grad du? Kleines Mäuerchen ist da schon da, aber nicht so krass, wie Sarah denkt. Vielleicht. Nein, ich komme zu dir ins Studio und sage, kannst du das mit mir teilen und kannst du meiner inneren Stimme Ausdruck verleihen? Du bist doch jemand, der stellvertretend für viele andere Leute sprechen kann. Ja. Und wo können wir matchen? Wo ist das zwischen uns beiden? Wir können nicht matchen. Wir können woanders matchen, aber. Wieder guckt das her, da guck. Wo ist das zwischen uns beiden? Wir können nicht matchen. Wie jetzt, Digga? Was? Wie können wir nicht matchen, Bro? Geil. Wir können woanders matchen, aber nicht in der Musik. Guck dir mal das an. Wenn ein Profiboxer seinen Sport macht. Und dann kommt da irgend so ein Typ wie du, der auch jetzt. Und wo können wir matchen? Wo ist das zwischen uns beiden? Wir können nicht matchen. Wir können woanders matchen, aber nicht in der Musik. Wenn ein Profiboxer seinen Sport macht. Geil. Und dann kommt da irgend so ein Typ wie du, der auch jetzt in einem gewissen Alter ist. Das heißt, der wird nicht mehr der nächste Boxchamp und sagt, er möchte jetzt boxen, er möchte jetzt mitmachen. Was ist der beste Tipp, den du ihm geben kannst? Lass es. Du bist nicht gemacht für die Sache. Oder hör mein Album. Moment, du den Sport, den wir da spielen, das ist ja wie Fußball. Du willst jetzt, dass die Fußballer sich nicht mehr in die Beine grätschen. Aber das ist ja auch ein dominantes Verhalten, was auch Menschen an den Tag legen müssen. Das würdest du mir sagen?
Ich würde zu dir sagen, wenn du nicht auf die Kacke hauen willst mit Rap, wenn du keine Wut in dir hast, wenn du nicht Welle machen willst, wenn du das nicht in der Kunst ausleben kannst, dann such dir eine andere Kunstform, wo das besser passt. Und dann ist es da auch angebracht. Das ist doch cool. Ist doch geil. Hör ich mir auch an. Ich würde dir auch Connections geben. Geh in das Studio. Mach diese Bewegung nicht. Geh in das Studio. Chill mit dem. Mach mit dem Musik. So, aber nicht mit mir. Aber wir können chillen, wir können Interviews führen, wir können andere schöne Sachen machen. Also übersetzt sagst du, Shooter bleibt bei deinen Leisten. Ja. Warum drehst du dann jetzt einen Kinofilm? Ich drehe bis jetzt noch gar keinen Kinofilm, wir arbeiten gerade am Drehbuch. Warum? Weil es mit der Filmindustrie in Deutschland so ist wie mit der Musikindustrie vor 20 Jahren. Jetzt kommt dein Rettungsinstinkt. Du willst die Filmindustrie retten? Nee, die Filmindustrie macht so eine Filme nicht, wie wir sie machen möchten. Bushido hat auch so einen Film gemacht. Das war ein richtiger Scheißfilm. Aber sie hat es gemacht. Nee, sie haben es nicht gemacht. Bushido-Film? Bernd Eichinger? Es war ein Schrottfilm. Aber er ist gemacht worden. Ja, aber nicht richtig. Das widerlegt deine Behauptung, solche Filme gäbe es nicht. Nein, egal, weil du nicht vom Fach bist. Wenn du vom Fach bist. Ich bin nicht vom Filmfach. Nein, wenn du wüsstest, was ein Hood-Movie ist, was ein Gangsterfilm ist, dann wüsstest du, dass der Bushido-Film ein Schwanzfilm war. Ja, wir reden nicht darüber, ob er gut oder schlecht war, sondern es gab ihn. Unter welchen Gesichtspunkten war er denn für mich? War sehr erfolgreich übrigens. War er nicht? Unter welchen Gesichtspunkten war er denn für mich nicht gut? Pass auf, die Ursprungsfrage, von der du ablenkst, ist: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Warum drehst du dann einen Film? Weil ich genauso wie das erste, so wie damals zu Agro Berlin. Weil er fühlt, dass er das Potenzial dazu hat, einen Film zu machen, der krasser ist als jeder Gangsterfilm oder jeder Streetfilm, der bis jetzt in Deutschland rausgekommen ist, Digga. Und wenn du das fühlst, dass du das Potenzial hast und andere Leute, die das bestätigen und mit dir arbeiten wollen und es dann machst, so, dann und es dann funktioniert, dann hast du sind es auch seine Leisten auch. Weißt du, wie ich meine, so? Hat der ein Ice Cube nicht anders gemacht, so? Wir in Deutschland eine neue, also die wahre Form von Gangster-Rap gemacht haben, möchte ich genauso den ersten Hood-Movie-authentischen Film machen in Deutschland. Oder du bist eitel und du willst einfach einen Film machen. Nee, da würde ich Drehbücher nehmen, die sie mir schon angeboten haben, wo es nicht um Hip-Hop geht. Worum geht es in den Drehbüchern, die man dir angeboten hat? Das darf ich nicht sagen. Oh. Das darf ich wirklich nicht sagen. Das sind nicht meine Drehbücher, die werden gepitcht und ich kann jetzt nicht das Drehbuch hier verraten von den Leuten. Also weil wir haben es ja nicht gekauft. Du spielst deine Rolle. Also mein Drehbuch steht noch nicht. Das Drehbuch, was mir angeboten wurde, wo es darum geht, weil du gerade meinst, ich bin eitel und ich könnte ja Drehbücher annehmen, wo es mehr um mich geht als Schauspieler, der ich überhaupt nicht bin. Bin kein Schauspieler. Könnte dir das Schauspiel it out, man. Gibt es noch irgendwas? Ja, da sind noch ein paar witzige Stellen. Also zieht euch auf jeden Fall das Video komplett. Oha, das ist ein bisschen verstörend, das Foto von Serda, finde ich, ja. Ist extra so, ne, mit den Lippen. Tschüss, könnte auch eine Tranny sein. No front an der Stelle, wie ich. Ja, was haben wir in Kommentaren, Alter? Jetzt schon einer der besten Flair-Interviews ever. Geiler Schlagabtausch auf Augenhöhe. Sehr gut gemacht, Serda. Das müsst ihr wiederholen. Nice, auf jeden Fall. Unfassbar gelungenes Interview. Flair hat Serda Paroli geboten, na Mann. Und war verdammt schlagfertig mit Serda in einem Gespräch mitzuhalten. Schaffen nicht viele, einfach geil. Fühl ich. Ja, Mann, nice. Viel Spaß, hat Flair selber kommentiert. Yes, Freunde.